So, hallöchen, willkommen hier zurück beim Let's Play Bussimulator 2016. Wir sind wieder zurück hier und wir haben noch eine, also zumindest erstmal noch eine große Aufgabe. Ich weiß ja nicht, was da noch kommt. Und zwar müssen wir 90% der vorhandenen Bushaltestellen anfahren. So, das machen wir doch am besten, indem wir dort oben einfach mal eine neue Linie erstellen. So, weil da oben fehlen nämlich noch einige Haltestellen. Und die werden wir jetzt irgendwie anbinden. Ich würde sagen, wir fahren die Gegenrichtung zu der Linie. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir fahren einfach von hier aus los. Mal ein bisschen was Längeres mal wieder so über Uni. Da nee, komme ich über den Norden. Das ist blöd. Ja, das ist schon weite Strecken. Ist ja egal. Wir werden das schon irgendwie überleben. So. Was haben wir denn da sonst noch nicht? Da können wir da unten durch. Ich würde sagen, dann machen wir den hier. Ne, wir sind hier oben nochmal Ringstraße. Königsbrücke kriegen wir da auch nicht hin. Königsstraße. Machen wir Mozart oder gehen wir da runter? Sagen Königsstraße, Uni. So, haben wir fast eine Ringlinie irgendwie. Ich glaube, so soll das funktionieren. So, speichern wir mal. Nein, den möchten wir noch nicht fahren. Wir möchten nämlich erstmal den Rest verteilen. So, bedeutet, wir machen bei allem möglichen das eine. Dann haben wir hier halt vier drauf. So, dann wird dieses Mal nicht so viel Geld bekommen, aber es ist ja egal. So, dann kommt hier einer drauf. So, da brauchen wir einen. Damit überall mal jemand fährt. Das wäre vielleicht, glaube ich, ganz gut. Dann ist hier keiner. Wo haben wir noch viele Leute drauf? Da haben wir noch zwei. Haben wir noch viele? Hier haben wir noch viele. So. Kommt da noch jemand drauf? Dann haben wir da. So, haben wir hier noch jemanden vielleicht. Jo. Hier haben wir noch jemanden drauf. Wir müssen uns halt, glaube ich, ein oder zwei Linien aussuchen, wo keiner drauf fährt. Weil wir haben. Ah, wir haben noch Kohle. Heißt, es gibt auf jeden Fall nochmal einen Bus. NL, wir haben jetzt eine MAN-Flotte, dann holen wir uns einfach nochmal einen Fahrer ran. Ah, warte, das sind meine Fahrer, ups. Ich wollte gerade sagen, oh, schau mal, das jemand mit über 1000 Euro, nehmen wir wieder so ein, ist ja egal, komm. Hauptsache, wir haben einen Fahrer, das ist die Hauptsache, muss ja nicht qualifiziert sein, Hauptsache, wir haben halt einen Fahrer, so. Sind es ja ähnlich so die Überlinien des Todes, dann lernen wir die jetzt alle mal ein, ist auch nicht verkehrt. So, die zwei machen wir nochmal hier mal rein. Wie viele Fahrer haben wir denn eigentlich noch? Okay, noch genau den einen, so. Welche Linie könnten wir denn bleiben lassen? Klicke uns mal durch die 14. Die ist... Okay, die hat neue Haltestellen. Die hier hat auch neue Haltestellen. Die 2. Die hat auch neue Haltestellen. Die hier hat auch eigene Haltestellen. Dann die hier irgendwie auch. Was ist mit der hier? Was bist du denn überhaupt? Fernsehturm Schillerstraße. Die fährt größtenteils nur bekannt, also sowieso schon gefahrene Linien ab, würde ich sagen. Lassen wir die mal draußen, die hier ja eigentlich auch, ne? Die fährt eigentlich auch nur bekannte Linien ab. So, das heißt, wenn wir jetzt hier noch die anderen Fahrer dann noch verteilen, so hier und hier nicht. Wo haben wir denn dann noch was? Die 4, ja, die 4, da sollten wir einen haben. Ja. Und die 3 haben wir, glaube ich, gesagt, aber wir auch einen haben, gell? Jo. Ich glaube, dann sollte das aber irgendwie funktionieren. So, 12 und 12 Fahrer sind beschäftigt. Das heißt, jetzt machen wir einmal uns auf die 15. Und dann sollten wir die Aufgabe eigentlich im Alleingang erledigen. Wenn da oben auch alle Linien befahren werden, dann passt das eigentlich so. Ich fahre zurzeit ehrlich gesagt viel lieber den SAS, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht warum. Den fahre ich wesentlich lieber. So, machen wir mal. Komm, wir fahren mal wieder vom Depot aus. Da oben dürften wir, glaube ich, eins haben. Da haben wir oben ein Depot. Ja, hätten wir dieses Depot noch ganz gut. Dann nehmen wir das Depot einfach mal. Das heißt, wir machen einmal mal so. Dann sollte das auch irgendwie so funktionieren, dass wir heute mal ein bisschen wieder vorwärts kommen hier. Mal ein bisschen Aufsehensbonus hier, wegen weil wir auf dem Depot rausfahren, dass wir unseren kleinen schäbigen Lehrling machen müssen. Ja, danke für den Tipp hier an der Stelle. Ich sehe den gerade schon, ja, das ist super. Hier, da sind wir. Ja, können wir den Schaukäff schon trinken? Das können wir sonst nämlich nur machen, ne? Sag nie, es pisst schon wieder. Ich war schon letztes Mal so tolles Wetter. Okay, es pisst schon wieder. Schön. Na ja, gut.
Wir werden es irgendwie überleben, denke ich mal. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann kannst du halt auch nichts machen. So, so, dann machen wir mal Licht brauchen wir und Passagier. So, mehr braucht man nicht. So. Mehr Licht brauchen wir nicht. So, warte, jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Die war auch auf Tab, genau. Ja, eben. Das ist der Weg, den ich auch gefahren wäre. Boah, was ist das für ein Wetter hier? Lässt mir jemand raus? Dankeschön. Ja, wow. Jetzt ist rot. Cool. Lässt mich da jemand raus? Warte mal, ich fahr mal kurz. Och, Mann. Ich hab den Bus gehabt, warte mal. Machen wir es einfach nochmal neu. Scheiße. Ach komm. Ganz ehrlich, ich hab das keine Lust drauf. Wir starten direkt davor. Ich hab keine Lust drauf. So. Abgeändert. Ist mir egal. Das braucht keine Sau. Dann starten wir doch einfach mal. Ich bin da mal gespannt, was denn hier so schönes, tolles alles funktioniert. Hier oder auch nicht. Es wurden Haltestellen abgeändert. Ihr mich auch. So, der lässt mich durch. Das ist schön. Bin mal gespannt, wie das denn so heute wird. Das können wir nicht das erste Mal auch mit dieser Einstellung fahren. Oh, wir haben mehr Leute. Wir müssen Kohle, wobei ich ja zurzeit nicht mehr so auf Kohle aus bin, weil es ja eigentlich ganz gut läuft bei uns. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Hier gibt's einmal hier. Aber überhaupt so mit dem 10er zahlt, du mich ja auch. Na ja, gut. Vielen Dank. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Ja, passend gezahlt. Nächster, bitte. Ja, ihr schreckt mich auch zu Tode, wenn ihr weiter so viel Scheiße labert, so. Ja. Ich bin aber gespannt, wo wir dann das erste Mal auf so eine Streckenänderung treffen werden. Vielleicht schon an der Konzerthalle Ring. Fahren wir nicht über Konzerthalle Ring? Ich habe keine Ahnung. Wer hat denn diese Linie überhaupt gemacht? Steht das irgendwo auf der Karte? Also ich würde das gerne mal auf der Karte anschauen. Warte mal. Das ist nicht die Linie, die ich gemacht habe. Was fahren wir denn da heute? Leute. Was ist denn das für eine Linie hier? Also so habe ich die nicht gebaut. Also ganz sicher nicht. Gut, das wird schon so eine Richtigkeit haben. Ja, aber wirklich jetzt mal, das ist ja sehr stark abgeändert. Ich möchte keine neuen Haltestellen haben. Ich bin auch, glaube ich, nicht über Konzerthalle Ring gefahren. Naja, gut. Ich hoffe mal trotzdem, dass die unsere Aufgabe als abgeschlossen ansehen. Weil eigentlich so als erste Fahrt, also ich finde es irgendwie blöd, die sollten das also über ein Update so regeln, dass man bei einer ersten Fahrt, bei einer Linie, wo man die quasi zeitmäßig fährt, dass man dann, dann fahr du halt, Jod. Das war eben bei so einer ersten Fahrt, dass man da wirklich einfach fahren kann, weil... Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das jetzt zum einen auf unseren Zeitplan hat, zum anderen auf ja, die Aufgabe und zum dritten vor allem auch auf noch viel andere Sachen. Also irgendwie, gerade bei der ersten Fahrt, ich glaube nicht, dass die dann nämlich confirmed ist, also dass wir dann nicht schon die erste Fahrt abgeschlossen haben, weil wie soll denn dann die Zeit nehmen, die wir dafür brauchen? Also irgendwie, ich weiß es nicht. Also das sollte man nur einrichten, wenn man eine bekannte Linie schon mal gefahren ist. Also davor macht das keinen Sinn. Liebe Entwickler, ne? Wisst ihr Bescheid? So, fahr mal. Jo, hoi. Hat das schon immer geblinkt? Ich weiß es gar nicht. Es kam mir so vor, als ob das Blinken irgendwie neu gewesen wäre. Aber es konnte auch sein, dass ich mich nur getäuscht habe. So, fahren wir über Konzerthalle. Ich wollte euch nicht nochmal hier an der Küste lang fahren. Hör ich nicht, ich keine Küste. Ja, ist mir egal. Hast du eine schöne Blume da links? Juhu. Ach, schöne Blumen. Spaß, Freude, Unterhaltung. Aber das braucht doch voll ewig Zeit jetzt hier. Das ist ja echt irgendwie... Ich meine, wurde das durch gleichweite Strecken ersetzt oder wurde das durch irgendwie... Ach komm, dann machen wir hier mal oder so ersetzt. Schau mal, steigt doch kein Schwein ein, wenn wir jetzt hier woanders fahren. Finde ich nämlich blöd, weil es fährt nämlich kein Schwein mit. Weil hier fahren wir sonst normalerweise nie lang. Warum sollte man nicht jetzt dann lang fahren? So. Ist noch jemand da? Wenn nicht, ist mir auch egal. Haben ja keine Zeit. So. Haben wir eigentlich echt nie. So. Hui. Ich habe keine Passagiere zurückgelassen. Die waren nur zu langsam zum Einsteigen. Ganz ehrlich.
Ich hab, also ganz ehrlich, ich stand lang genug da und es stieg kein Schwein mehr ein. Es stieg wirklich kein Schwein mehr ein. Und dann... Weißt du, wenn die länger brauchen als oben schon mit dem Rollator, da weiß ich aber auch nicht, ne? Also irgendwie... Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil ich habe die wirklich, also ich habe lang genug, also für meinen Begriff, also vor allem auch für Omsi-Begriff, habe ich lang genug gewartet. So lange wartet sonst kein Schwein. So zack rein, es ist keiner mehr da, ich sehe keinen mehr. Vor allem, warum laufen die nicht zur Tür? Wenn die direkt an meiner Tür stehen, dann sehe ich, dass auch noch jemand mit will. Aber wenn die irgendwie da hinten nochmal eine Runde Party machen, dann du wartest. Dann sehe ich das nämlich nicht. Sonst fahren wir nämlich hier lang, wo wir mit der alten Linie auch lang gefahren sind. Cool. Weißt du, ich will was Neues zeigen und das Spiel so nie, du zeigst nichts Neues. Puh. Naja, gut. Jetzt schauen wir uns hier mal den Fahrgastwechsel an. Ja, wunderbar, schön. So. 3, 2, 1, so. Der ist jetzt zumindest mal noch zügig losgelaufen. So. Jetzt würde ich losfahren. Wenn der jetzt drin ist, würde ich nämlich losfahren. Das bin ich nämlich beim letzten Mal auch. So. Genau so habe ich das nämlich gemacht. So, zack und los. Klar, jetzt fand ich ein bisschen länger wegen der Fahrkarte, aber ich sehe, es läuft keiner mehr zur Tür, dann ist es egal. Also ich bin echt dafür, dass die das so machen, dass die Leute wirklich zur Tür laufen. Jetzt muss ich jetzt zweimal lang fahren, oder was? Wer hat sich das ausgedacht? Jetzt fahre ich hier nachher genau nochmal lang. Also da war meine Linienführung um einiges sinnvoller, aber um einiges. Wer macht denn sowas? Ja, wurde durch andere Haltestellen sitzt am Arsch, ey. Hättest du lieber mich nochmal gefragt, ich hätte das in die Legende gemacht. Hätten wir auch sagen können, wo gesperrt ist oder so. Ja, erwähntest du schon mal, Tuppes. Jo, bieg mal ab. Ja, immer diese Schwänzgeschichte. Also ich fahr jetzt hier einmal durch das halbe Kaff. Nur um irgendwie meine Linie, die ich eigentlich ganz anders geplant hatte, irgendwie zu fahren. Das ist schön. Jetzt, hier ist eine Ampel. Okay. Was ist denn das? Das war ich fertig dann. Vor allem mit dieser Richtung. Wer denkt sich denn sowas aus? Ach man. Ich finde das Spiel super. Ne, aber ernsthaft jetzt. Also das ist irgendwie eine Funktion, die da wäre ich nicht ganz so freuen von. Also klar, Umleitung und sowas, aber... Dann würde ich lieber an der direkt an der Baustelle langfahren, damit man auch sieht, dass da irgendwas passiert. Vom Fahren. Also irgendwie, dass man sagt, okay, da und da ist jetzt Baustellensperrung oder sowas. Oder das ist irgendein Event oder sowas. Und das sieht man dann da auch. Da fährt man dann irgendwie in der Nähe dran vorbei. Hat vielleicht ein bisschen Stau, hat nur eine Einspurigkeit. Und dann wäre die Haltestelle vielleicht ein bisschen nach vorne oder zurück verlegt mit so Ersatzhaltestellenschildern. So, das fände ich irgendwie cool. So, und ihr steigt alle mal ein. Jetzt haben wir sowas haben wir auch mal gemacht mit diesem Haltestellen da. So, zack. Den ich jetzt fast stehen lassen. So will der mit? Nee, er läuft einfach nur. Gut. Habe ich euch ihre zurückgelassen? Gelassen? Mi, 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 mi. Leute, es ist grün. Es ist grün. Es ist grün. Es ist grün. Jetzt ist wahrscheinlich gleich rot. Glück für euch, dass es nicht so war. Ach, Kollege. Wie wär's denn mit deinem Auto nicht in die Kurve zu tragen? Ich halte das für eine ganz gute Idee. So. Dann machen wir doch da vorne einmal gerade links rum. Dann... Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. So. Zack, die du. Also ich durchquere heute echt so ziemlich alle kleinen Gäste des Todes auf Doom. Also irgendwie... Von diesem Spielprinzip werde ich kein Freund sein. Nein, das mag ich nicht. Halt, ob es reicht. So. Hier durch und dann nach vorne einmal nach links. Genau. So ist es hier gedacht. Dann fahren wir... Hä, wo fahren wir denn rum? Nee, ernsthaft jetzt? Was ist denn das hier? Hier kommen dann alle... kommen 30.000 Jahre keine Haltestelle. Ewige Fahrtwege und kein Schwein steigt ein. So rentiert sich eine Buslinie. Fast keine Haltestellen, weite Fahrwege. Das ist super. So sollte jede gute Linie gemacht werden. So, jetzt habt ihr du einmal rechts. Ja, ich habe jetzt was mitgenommen, es tut mir leid. Also was außer Fahrgästen. Fahrgästen ja natürlich auch mit hier, weil wir in einem Busspiel uns befinden. Und ich Deutsch kann, schwör.
weil wir in einem Busspiel uns befinden. Schwer auf Deutsch. So. Dann steigt sie mal ein. Dann steigt sie mal ein. Leute. Jetzt einsteigen. Hopp. Wir haben ja keine Zeit. Oh, hallo. Fahr einfach. Geh einfach. Steig einfach ein. Ich will euch nicht sehen. Fahr einfach los. Ja, ich hab das nicht gesehen. Tut mir sorry. Ich stand da. Wirklich. Ich stand da. Und die Leute, also da waren... Ich stand mit offenen Türen da, mit allen drei offenen Türen. Dann kam eine Weile lang keiner mehr. Dann kommt bei mir der Reflex, ich mach die Türen zu. So. Das ist für mich abfahrtsbereit. Das und nicht mehr. Und ich habe auch kein Winken gesehen von vorne. Hör, kam auch von hinten, Josh, es ist mir egal. Leute, seid pünktlich an der Haltestelle und Leute, lauft einfach zur Tür. Und Tuppes, beschwer dich nicht, wenn ich schon losgefahren bin. Dann sag mir vielleicht während dem Anfahren noch, schau mal, da will noch jemand mit. Können Sie vielleicht mal ein Weilchen warten, so, ist jetzt keiner, was fahre ich los. Puh. Mimimi, Fahrgäste zurückgelassen. Nächster Halt, Königsstraße. Ich will aber schon doch gerne wissen, was denn passiert, wenn wir jetzt alle Aufgaben erledigt haben, irgendwie. Das ist was mich noch gerne interessieren würde. So, Königsstraße. Ich hoffe einfach mal, dass es das nicht mehr allzu weit ist. Ist wahrscheinlich noch, weil wir durch das halbe District noch müssen. Ja klar, wir müssen einmal komplett durchs District durch. Das ist schlimm. Ja. Bitte zurücktreten. Bitte zurücktreten? Wenn euch jemand tritt, dann tretet ihn einfach zurück. Ist bestimmt eine gute Idee. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Egal. So, einmal nach links. Einbahnstraße wieder. Ja, heute ist nur Einbahnstraße. Boah, diese Physik. du hast echt kein Gefühl im Lenkrad. Das ist ganz schlimm. Also fühlt sich irgendwie sehr seltsam an. So, da waren wir heute schon mal. Ach, hier durfte ich aber nicht halten, gell? Gut, es hat sich, glaube ich, auch nicht rentiert, wie es gerade aussieht. So, ich bin irgendwo gegen gefahren. Prima. Ich bin nicht gegen das Haltestellenschild gefahren. Das könnt ihr mir nicht anhaften. Auch nicht an die haften. Oh, hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Schön für dich. So, Senioren. Kriegst du Wochenfahrkarte von mir. So. Oder auch nicht, wenn der feine Herr nicht möchte. So, jetzt alle drin. Jetzt kann ich losfahren. Mimimi, Fahrgäste zurückgelassen. Nix gibt's heute. Wer hat da gerade laut gestöhnt? So. So, dann haben wir, glaube ich, gleich Uni und dann sind wir auch da für heute. Bin mal gespannt, was denn auf uns wartet, wenn wir jetzt alle diese Mission durchhalten. Da stand da irgendwas von wegen Schlüssel zur Stadt oder sowas. Dann haben wir doch bestimmt irgendwie... Leute. Dankeschön. Mich interessiert das jetzt. Was die Bigger sich da Tolles ausgedacht haben, dass wir dann... Ach, Leute. Jod. So, wir haben Königsstraße West, dann fahren wir hier durch dieses District da durch. Weißt du, so kannst du fahren, ohne dass was passiert. Aber Hauptsache, du machst die Haltestellenbremse zu früh rein. Ja, super Service, gell? Ich fahr schnell. So. Und das Fahrgäste zurück, so. Zack, rein mit euch. Und jetzt will ich losfahren. So. Tür klemmt. Ihr mich auch. Wunderbar. Der Busfahrer kann das. So, ist da noch jemand da, der mit will? Will die mit, die Tuppes? Willst du mit? Hey, die will doch mit. Mit mir? Wollen die mit mir mit? Ich bin mir da nicht so sicher gerade. Nö, irgendwie nicht. Gut, dann wäre nicht wieder schon gehabt. Oh. Ja, ich fahre mit auf den Twin, ich kann das. So, nächster Halt, Uni, letzter Halt oder so. Dankeschön. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Please mind the gap between the bus and the platform. So. Einmal rein hier, alle Studenten. Einmal raus da und dann... Wunderbar, dann können wir hier einmal... Zack. Universität. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So, zipf mir einmal... Dankeschön. Sieh dir das an. Der Schlüssel zur Stadt. Mir fehlen die Worte.
Ich bin sehr stolz auf dich. Ich habe dir meine Firma übergeben und du hast etwas ganz Besonderes aus ihr gemacht. Glückwunsch und vielen Dank, dass du mein Vermächtnis fortführst. Jetzt gehe ich tatsächlich in Rente. Ich werde mit meiner Frau eine Weltreise machen und ich wollte mich von dir verabschieden. Also wirst du von mir wahrscheinlich eine Weile nichts hören. Vielleicht schicke ich dir ein paar Fotos von mir, wie ich mit den Haien auf den Galapagos-Inseln schwimme. Tja, dank dir bin ich ein sehr glücklicher Mann. Ja, nun, ich muss anfangen, meine Sachen zu packen. Viel Glück und mach's gut. Tschüss. So, Schlüssel zur Stadt. Was mache ich mit dem Schlüssel? Ja, Tim Wachowski hier. Du hast sicher schon von mir gehört. Mir gehören die New Energy Gebäude im Industrial District von Sunny Springs. Nein, ich habe noch nicht von dir gehört. Eine ganze Weile und ich muss sagen, ich bin von deinem Erfolg sehr angetan. Ich würde gerne als stiller Investor bei dir einsteigen. Ich bin ein riesiger Busfan und möchte meiner Stadt etwas zurückgeben. Ja, erzähl mir. Mein Angebot. Verbinde meine Loftwohnung in der neuen Straße mit meiner Firma an der Königsstraße Ost. Dann investiere ich in dein Unternehmen. Klingt das gut? Deal. Du willst also deine eigene Buslinie haben. Naja, gut. Also es gibt anscheinend noch weiter, weil was... Mission von mehreren Charakteren machen können. Das finde ich interessant. Also, wie gesagt, machen wir das nächste Mal. Bis dahin, wie gesagt, macht's gut. Und tschüss, jetzt haben wir heute ein bisschen Story mitbekommen. Königs neue Straße. Was? Die an der Königsstraße Ost. Königsstraße. Hauptbahnhof Königsstraße. Königsstraße Ost. Alter Latz, Königsstraße Ost und an der neuen Straße endet. Wo ist denn die neue Straße? Neue Straße Ost. Neue Straße West. Neue Straße. Sag mal. Also, sonst noch Wünsche. Naja, gut, dafür gibt's auch ein bisschen Kohle, ne? Wie viel sind denn das? 100.000. Ich krieg auch so eine Woche. 5 Sterne und 120. Sonst noch Wünsche. Naja, gut. Machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.